So, einen wunderschönen guten Morgen hier zu einem wundervollen Sonntag. Die Sonne scheint hier auf der Sonnenterrasse, diesmal nicht von der Arbeitsterrasse. Ja, die Sonne, die scheint doch schon nicht mehr. Also heute Morgen aufgewacht, die Rollläden hochgefahren, die Sonne scheint. Und jetzt, es zieht sich zu. Hier steht meine Gulaschkanone. Mein Schnucki hat hier die Sonnensaison eröffnet. Sie hat hier die Liegen wieder rausgeholt. Und ich habe hier gerade mal so einen sonntäglichen Spaziergang ums Haus gemacht. Und dabei ist mir aufgefallen, dass unsere Holzwand hier, die wir vor das Wohnzimmerfenster gestapelt haben, das gibt ja so Kommentare, die haben da geschrieben, so das Holz vor die Wohnzimmerfenster, das geht ja gar nicht. Und also unsere Wohnzimmerfenster sind ja eigentlich so das. Das sind so die Haupttüren, wo wir durchgehen, ne? Und hier auf dieser Seite sind es halt. Früher, für die hier vor uns gewohnt haben, war das hier die Terrasse. Das ist ja nicht mehr unsere Terrasse. Da ist zwar auch eine Tür, also da, die benutzen wir aber gar nicht mehr, weshalb das auch so ungefähr bis zur Hälfte vollgemacht werden kann, halt so hoch wie die anderen Fenster auch, gilt dann quasi als Fenster. Das Problem ist nur, wir haben ja hier unten Dachlatten hingelegt und die sinken irgendwie ab. Also da sind ja auch Steine drunter, aber unter den Steinen weiß ich gar nicht, die Steine, die liegen ja schon ein bisschen länger da. Das war so eine Beetrandbegrenzung. Und, na Leo, kontrollierst du ja auch alles? Unter den Steinen, also hier, da kann man das so ein bisschen sehen, da ist noch ein Stein drunter. Ich habe das Gefühl, diese Steine sacken ab und dadurch kippt das Ganze hier so langsam rüber. Mal gucken, was ich da noch so machen kann. So. Und dann, gestern haben wir hier den Rollladen hochgefahren. Und dann hat das schon geknirscht und geknatscht. Das musste ich alles nochmal abbauen. Und darunter sind zwei. Vielleicht kennt sich jemand mit Rollläden aus. Also diese Rollladenpanzer, die hängen ja oben an so einem Blechdings an dem Rollladenmotor dran. Und die waren kaputt, gebrochen. Zwei Stück von sechs. Und das Ganze, das ist mir ja hier auch schon mal passiert, bei diesem Fenster. Die haben wir alle neu gekriegt. Ich glaube, das ist nicht alles so korrekt angebaut, ne? Also das Ding hier, das haben wir schon ein bisschen länger. Und das habe ich gestern mal abgebaut, um mir mal anzugucken, wie das da gemacht ist. Und dass die ganze Aufhängung anders. Da kann gar nichts abreißen. Ich habe aber jetzt, ich bastel ja gerne rum, habe an diesem Fenster, eine Quatsch da um die Ecke rum, wo wir eben waren, vom Schlafzimmer, auch ein bisschen was verändert. Ich weiß nicht, das hätte ich gerne, also ich hätte es aufnehmen müssen, aber es war gestern so scheißkalt. Da war ich nur froh. Also immer kurz 5 Minuten raus, 5 und dann wieder rein, 5 Minuten wieder raus. So, hey, wer ist das hier? Mein Gott, Ash, hast du dich verändert? Wieso? Wieso bist du auf einmal so groß hier? Du bist doch in Ashs Zimmer. Achso, Ha, ich hab Ash nicht verstanden am Anfang. Achso. Da war das Fenster Was auch gibt's zu. hier? Mal gucken, dass Leo mal wieder Ja, reinkommt. der ist hier bei mir. Willst du Ja. rein? Ey, wollt los irgendwie. Leo, willst du rein? Komm rein. Soll ich dich hochheben und hier durchgeben? Da kannst du Oder mal. beißt du mich denn? Nein, mach ruhig. Jawohl. Ja, nicht so nicht Oh, ich habe so viel Krams an und Willst du noch ein bisschen Kaffee probieren? Nee, danke. Ja, Ich habe lecker. heute Morgen Rückenschmerzen schon wieder mal. Mit Karamellsirup, also ohne Wieder mal Zucker. kaputt. Ja, lass mal. Ich habe so viele Heiz- und wie heißen diese Dinger? Diese. Nee, das heißt irgendwie anders. So ein Fell. Also, deswegen bin ich auch so fett. Du hast wie bei Leo so ein Unterfell? Ah ja. So, Leo. Komm, ich muss dich jetzt hier mit Rückenschmerzen Sag hochheben. Hopp vorher. Was? Hopp vorher sagen. Dann weiß er, dass er hochspringen muss. Hopp. Ja. Er weiß dann, dass es was abgeht. So, guck mal, so einfach geht das. Okay, und wir gehen jetzt mal eine Runde. Danke. Das sind diese Dinger hier, die meinte ich. Da dran, das ist so rum. Das hier oben wird am Motor befestigt. Das da unten, das gerade so wackelt, an dem Rollladenpanzer. Und da, das ist abgerissen. Da ist noch so ein kleiner Pinöckel dran. Und ja, der reißt halt ständig ab. Also ist schon ein paar Mal passiert. Für alle, die es interessiert. Also, dieses Teil hier ist jetzt bei uns oben an der Rollladen, also am Rollladenmotor fest. Hier hängt dann der ganze Rollladen dran. Und ich habe mir hier so einen Kabelbinder genommen, den um den Rollladen rum durch dieses Loch durchgezogen. Das passte zum Glück so einigermaßen.
So, und dann festgezogen. Und jetzt hält es, glaube ich. Ich habe mich sowieso gefragt, wofür dieses Loch hier sein soll. Jetzt hat das auch eine Verwendung. So, und jetzt wollen wir jetzt mal los. Schön, die Sonne ist irgendwo da hinten jetzt hinter den Wolken. Und gestern bei uns hat es geschneit. Mein Schnucki nimmt auch nicht auf. Nee, ich nehme dich auf. Erzähl mal weiter. Da muss ich nichts sagen. Ach so, ja. Jedenfalls wollen wir jetzt weitergehen und langsam kriegen wir Hunger. Wir sind heute ein bisschen spät dran. Nicht wahr? Woher weißt du, dass ich Hunger habe? Also ich habe auf jeden Fall Hunger. Ich habe keinen Hunger. Und die Zeit, guck mal, die Sonne kommt jetzt raus. Und es ist recht mild. Wie gesagt, gestern hat es bei uns geschneit. Ich habe noch gedacht, oh nein, ich habe meine Blümchen ja schon gepflanzt. Wollte eigentlich schon Frühling und nein, da kam die Sonne. Jetzt. Nee, da kam der Schnee gestern und jetzt die Sonne. Endlich mal. Bist du fertig? Nein. Doch, bin fertig. Irgendwie finde ich das gerade ganz schön cringe, was wir hier machen. Nein, also normalerweise also, bleiben wir hier kurz stehen. Nein, darum geht das nicht. Es geht darum, wir sind alt. Also früher, wenn ich mit meiner Mutti und Papi irgendwo lang gegangen bin, oder Oma, mit der Oma, und da schien dann irgendwo mal die Sonne, dann hat die sich in die Sonne gedreht. Echt? Auch so? Okay. Und sich gesonnt. Also und ich habe immer nur gedacht, so, Oma, komm weiter, komm jetzt, was soll das? Du hast siehst du, überall Klamotten an, du kannst dich gar nicht sonnen und im Gesicht das bisschen. Und jetzt bin ich auch so. Jetzt stehe ich auch hier. Man wird mit dem Alter einfach so. Man wird senil. Ja. Venül, senil. Ja. Weg. Heute Morgen übrigens war es ein strahlend blauer Himmel. Das habe ich schon gesagt. Ah, hast du schon gesagt, okay. Weil es war keine einzige Wolke. Weiter geht's. Ab jetzt. Nach Hause. Aber zwischendurch ist ja noch blau. Ich muss noch ein paar Kommis vorlesen. Da waren wieder ein paar coole Kommentare. Ich finde Adrians Kommentare sowieso immer cool. Also das hat Marie gestern gesagt, ne? Auf meinem Kanal. Da schreiben die. Da würde ich sogar, glaube ich, raufgehen, wenn ich nur die Kommentare lesen möchte, weil die schreiben so was, interessant ist. Also ihr schreibt so was Interessantes da rein. Bei ihr, was schreiben die da? Schöne Deko. Ja. Tolles Video. Ja. Also bei dir ist es irgendwie anders. Bei dir wird irgendwie auch. Ich weiß, warum das anders sind. Das ist ein Männerkanal. Da schreiben Männer. Bei anderen sind ganz andere Kommentare irgendwie. Da war nur ein Spaß. Ich weiß, da sind doch viele. Wahrscheinlich kommt es darauf an, Frauen, was man für ein Content macht, ne? Männer. Früher waren da viele Kinder. Die sind irgendwie alle weg, glaube ich, ne? Das weiß ich nicht. Man wird jetzt immer älter und die schnallen das auch langsam, dass ich immer älter werde. Und dann sagen die sich so, okay, ich bin jetzt weg hier. Aber dafür sind wir eine echt coole Community. Ich muss da mich echt mal bedanken bei allen, die hier auf dem Video immer sind. Finde ich total gut. Weniger, aber mehr. Komm, wir gehen weiter. So sieht das hier aus, wo wir hier spazieren gehen. Ich habe mir mal gedacht, so, das hat ja auch noch nie einer gesehen, ne? Also hier geht es längs an diesen Tümpeln hier, an, also was, ist so fast urwaldmäßig, ne, Steppe. Hier ist die Steppe, gefolgt da hinten von den Feldern. Zwischendurch sind aber auch immer wieder solche Tümpel dazwischen, das sieht man von hier nicht. Ja, hier sieht man immer im Sommer, ne, wann kommen die Frösche? Die quaken denn hier immer? Ja, die kommen nachher. Und hier sind dann noch die Reiher, die essen dann die Frösche, dann quaken die nicht mehr. Wo ist der weiße Reiher denn, der immer da gesessen hat? Der ist jetzt vielleicht auch gefressen worden. Keine Ahnung, ist ja die Nahrungskette, ne? Ist so. So, sind immer noch nicht zu Hause. Wir haben auch noch ein paar Schritte vor uns. Treibt schon, guck mal. Mein Schnucki hat was gefunden. Der Frühling kommt. Es geht los. Die ersten Blätter sind da. Ja, voll süß. Ja, das ist aber nur hier. Hat er sich vertan? Ja, also hier und da. Guck mal, hier, aber die auf diesem Baum. Blätter. Ja. Ist cool. Blätter, also fast Ende Februar. Nein, wir sind jetzt schon fast Ende Februar. Und dann geht's wieder mit einem Bananaboot aufs Wasser. Auf die Kieler Förde. Oder auf den Mississippi. Das muss dann auch, muss auch ein bisschen wärmer sein. Dann noch. Auf nach Dänemark! Wir sind ganz schön abgezogen. Komm erst, 3, 2, 1, jetzt! Oh. Schnucki schneller. Keine gefährlichen Überholmanöver, ne? Safety first. Jetzt. Wir machen so eine private Regatta heute, ne? Ja. Also normalerweise müssten die gewinnen. Die haben ja Doppel-PS-Motor. Ja. Aber wir haben ein DS. Eine Daddy-Stärke. Ich bin ganz ruhig, das Boot. Guck mal, ich bin ganz ruhig, das Boot. Schnucki. So, ich muss erstmal ein bisschen rausrudern.
Pass mal auf, meine Schwimmweste habe ich vergessen, Leute. Nein, du brauchst keine. Wir fahren bitte nur so 2 Meter und wieder zurück. Nein, wir fahren ganz weit raus. Nein! Mindestens da, wo das andere Boot ist. Nein, vergiss es. Also, uns geht es hier, glaube ich, besten. Wir machen jetzt unseren Ausflug, unsere kleine Bootstour mit dem Bananaboot. Link dazu in der Videobeschreibung. Ja, steig raus. Nein, bleib drin. Nein, sie geht raus. Nein! Das ist cooler. Ich will welche auch noch mal alleine fahren. Das ist cooler ohne Mutter, ne? Also, wir sind wieder zu Hause und jetzt muss ich kurz mal gucken, wie viele Kilometer haben wir denn geschafft. Ich muss ja immer die Kamera irgendwo loswerden. So, fall nicht darunter. Wir haben 5800 Schritte, müssen wir nachher noch ein paar machen. So, und ich habe ja heute Nacht eigentlich gut geschlafen und dann vorhin auf einmal Rückenschmerzen. Ne? Und habe ich gedacht, so, okay, mir hat mal so ein, wie heißen diese Leute? Irgend so ein Gesundheitstypi gesagt, wenn man Rückenschmerzen hat, muss man spazieren gehen. Man muss irgendwie so in diese Drehung kommen. Und deswegen waren wir nun auch gerade raus. Und weshalb ich das jetzt hier aufnehme, ich habe ja mir schon vor Jahren, weil ich habe schon seit ich 16 bin oder so, ständig Rückenschmerzen. Ne? Und jetzt gibt es hier diese Wärmdinger. Boah! Und noch eins. Puh. Und damit muss ich spazieren gehen. Und das soll dann, durch die Wärme soll das dann irgendwie wieder besser werden. Na egal. So, also, wie gesagt, 5800 Schritte. Und nachher machen wir noch ein paar. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Der ist schon angebrochen, Entschuldigung. Bei uns stinkt es im Kühlschrank. Und wir finden nicht den Grund. Weißt du was? Wir werden den komplett ausräumen. Weiß nicht. Was das ist. Vielleicht, weißt du was? Vielleicht ist das dein Reis hier. Ist der schon ein bisschen älter? Da steht schon so. Check das mal ab. Nein. Nein. Nein, ich habe schon alles. Vielleicht, ich will jetzt nicht ausräumen. Vielleicht das haben wir dann hier hinten, haben wir ja noch selbstgemachten Bärlauch, aber der war noch nie auf, ne? Nee. Das ist ja gerade auch so ein Test. 3 Gläser haben wir davon noch. Mhm. Krass, wann wollen wir das essen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was ist denn hier drin, ne? Da und da. Gulaschsuppe, das hier riecht nicht, habe schon geguckt. Das Gyrosfleisch war zu. Und das ist das andere? Dönerfleisch war zu. Ich verstehe das nicht. Also, ja. Es bleibt wohl nichts anderes übrig. Wir werden das erstmal weiter beobachten. Und jetzt wollen wir erstmal frühstücken hier. Also, die Suche nach dem Essen, was wir frühstücken. Mein Schnucki hat mich schon gefragt, eben, was gibt es denn bei dir heute? Und ich würde sagen, bei mir gibt es hier irgendwie so Joghurt mit, hier, das da unten brauche ich noch, ein paar Beeren. So, und dann habe ich ja hier, also mein Schnucki hat mir mal Süßstoff mitgebracht. Das ist das hier, Natren, Klassik. Und ich hatte schon mal nach Süßstoff geguckt und in einigen Süßstoffsorten sind ja tatsächlich Kohlenhydrate drin oder eben Kalorien. Und hier drin ist nichts. Lass den Moment kurz mal bitte. So, also, wollen wir mal kurz mal gucken hier. Da drinne sind Kohlenhydrate 0 und da oben Nährwertangaben. Was ist das? 0,3. Hier 0 Kilokalorien. Also, im Grunde optimal geeignet. Aber jetzt habe ich mir hier nochmal die Inhaltsstoffe angeguckt. Ingredienten, Zutaten da. Wasser, Süßungsmittel, Natriumcyclamat und Natriumsaccharin, Fructose, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Konservierungsstoffe, Kaliumsorbat. So, also wenn man das denn so liest, welche Sorbate, Sulfate und Saccharin und Cyclamat? War das nicht das, was in Amerika verboten ist? Ich weiß es nicht mehr, irgendwas war verboten. Da fragt man sich dann auch so, okay, wieso ist das in Amerika verboten und hier nicht? Ich werde das mal schnell googeln, ob das wirklich stimmt. Und es geht los. Wir gucken mal, was Google sagt. Nee. Okay, das ist irgendwas anderes. Nochmal von vorne. Ah Gott, das soll echt nicht klappen, ne? Nicht ausgestattet mit frei von. Natriumcyclamat, USA, verboten. Laut Wikipedia, in den USA ist Cyclamat seit 1970 verboten. In Europa ist es für bestimmte Lebensmittel mit Höchstmengenbeschränkung zugelassen. Dazu gehören energiereduzierte und zuckerfreie Getränke, maximal.
maximal. Okay, also wir haben es gehört hier, in Europa ist das für bestimmte Lebensmittel mit Höchstmengenbegrenzung zugelassen. In den USA ist Cyclamat seit 1970 verboten. Was ist denn der Unterschied zwischen Natriumcyclamat und Cyclamat? Unterschied Natriumcyclamat-Cyclamat. Laut Utopia, damit ist streng genommen nicht nur ein Stoff gemeint. Der Name bezeichnet sowohl die Grundform Cyclamat als auch deren Salze Calcium- und Natriumcyclamat. Häufig wird einfach von Cyclamat gesprochen, obwohl eigentlich Natriumcyclamat gemeint ist. Alles klar, Natriumcyclamat ist Cyclamat. In USA verboten, hier nicht, auch in höchsten Mengenbegrenzung, müsste das doch dann in Amerika erlaubt sein. Wieso ist es da verboten? Und seitdem habe ich aufgehört, das zu nehmen. Ich mir echt nicht sicher bin, aber irgendwie schmeckt das voll besser, wenn das ein bisschen süß ist. Also kommen da nur ein paar Tropfen rein. Und unser Frühstück beginnt. Wir haben hier erstmal hier so ein paar Blaubeeren. Dann, was ist denn in der Mischung drin hier? Ich dachte, jetzt muss ich nicht reden. Was ist da drin? Welche Mischung schon? Da, diese hier. Achso, Zitronen, Grapefruit, eine Orange. Okay. Und dann gibt es hier so ein bisschen in USA verbotenes Zeugs, in Deutschland erlaubt, in Höchstmengenbegrenzung. Natrin-Klassik. Ach, naja. Walnussöl, Geroldsteiner. Das trinke ich übrigens, weil hier drin, ich habe früher immer Magnesium, richtig viel Magnesium genommen. Weißt du das noch? Als ich mir jeden Tag Magnesium genommen habe. Mhm. Und hier drin ist Magnesium schon drin. Und Kalium und Natrium. Mhm. Dumm-dilli-dumm. Also da ist ja. Und ich hatte ja auch mal so ein bisschen Herz. Nicht flimmern, Herz. Stolpern, so, und mit Magnesium und Kalium habe ich das wieder hingekriegt. Und jetzt, seit ich Geroldsteiner trinke, habe ich das irgendwie gar nicht mehr. Also, nur Werbung hier an dieser Stelle. Geroldsteiner ist total scheiße. So. Und dann hier Kerne und ganz wichtig, OPC. Übrigens auch total scheiße, also nur Werbung hier an dieser Stelle. Aber OPC, seit ich habe da meine Dosierung erhöht. Ich habe sonst immer morgens 2 genommen. Und jetzt nehme ich morgens 2 und abends 2. Und seitdem, toi, 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 wir sind jetzt hier fast Anfang März. Und eigentlich bin ich schon voll mit Heuschnupfen gange. Und jetzt gar nicht, ne? Und was ist denn hier eigentlich die Höchstmengen? Ich kann das nicht lesen. Eine Kapsel pro Tag. Das habe ich ja um das Vierfache überschritten, ne? Jetzt muss ich sterben. Also, so. Guten Appetit, ihr Lieben. Hey, mach mein Video nicht aus. Jetzt geht's los hier. Wir wollen mal. Was ist das hier? Gibt's Quark oder Skyr? Nee, das ist ein griechischer Joghurt. Griechischer Joghurt. Und wir gucken mal, was da jetzt alles Leckeres reinkommt. Also, ich stelle mal kurz hier die Kerne kurz so mischen hin. So, als erstes mal ein Spritzer Natriumgift. So. Dann Walnussöl. Kommt auch nochmal so ein kleiner Schuss dazu. Und Geroldsteiner. Nee, das trinke ich dann lieber. Das kommt dann hier mal rein. So. Und dann kommen natürlich die Kerne. Also ein paar Sonnenblumenkerne noch mit rein. Ich glaube, Sonnenblumenkerne haben die Kohlenhydrate. Nein. Und dann hier ein paar Blaubeeren. So. Und dann hier nochmal eine Dröhnung OPC. Das Ganze muss ich jetzt mal ein bisschen umrühren und dann testen wir das gleich mal. Das wird bestimmt super lecker. Das ist ein Genuss. Mm. Können wir probieren? Okay. Das ist krass. Noch ein. Noch mehr? Mhm. Noch mehr? Mhm. Habe ich gleich nichts mehr. Eben. Mm. Mm. Hm? Brabier. Mhm. Nein, aufessen. Süßstoff. Muss ich alles rausschneiden? Nein, das ganze Stoff drin. Achso, dann. Nur ein bisschen Natriumcyclamat und Natriumsaccharin, was aber eigentlich nur als Cyclamat benannt wird. Also gar kein Natrium. Aber Saccharin ist doch Zucker. Saccharin ist alles, Nahrungsergänzungsmittel. Alles, was mit Ose aufhört, ist Zucker. Mm. Ist das krass oder ist das krass? Zucker, ne? Schmeckt wie Zucker, ist keiner.
ist nur in Amerika verboten. Na dann. Hauen wir uns das doch rein hier. Könnte man ja irgendwas unterstellen. Also wenn das in Amerika verboten ist, könnte das ja heißen, Amerikaner sollen das nicht essen, damit die da drin nicht krank werden oder Schlimmeres. Aber den Deutschen ist das egal. Oder die Deutschen sollen das essen und die Amerikaner nicht, damit die Deutschen weniger Zucker essen, dadurch nicht so fett werden, weil dass die Amerikaner überfetten, das ist ja wohl auch längst bekannt. Und in Deutschland soll das dann halt nicht passieren. Vielleicht ist das auch eine große Studie. Oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gar nichts. Vielleicht ist das einfach so, dass in Amerika ein Gremium ist und da sitzen so, keine Ahnung, 10 Leute und die sagen dann so, nee, das wollen wir nicht. Die wollen ja auch keine Überraschungseier. Zumindest war das früher so, weiß ich nicht, ob das dann mittlerweile erlaubt ist. Aber die haben vielleicht gesagt, vielleicht aus eigener Erfahrung oder was, oder vielleicht mögen die das einfach nur nicht, haben die gesagt, so, das verbieten wir ja jetzt. Mhm. In Amerika ist ja ein anderes Gremium als in Deutschland. Und in Deutschland hat dann das Gremium gesagt so, oh, finden wir voll gut. Wird erlaubt, aber vielleicht sogar mit Blick nach Amerika. Oh, die haben das verboten. Keine Ahnung wieso. Ja, wir machen mal eine Höchstmengenbegrenzung. Wer weiß. Wollen wir frühstücken? Ja, ich bin schon voll dabei. Und nun haben wir hier nochmal ganz kurze Kommentarstunde. Der Dinos 100, der schreibt mir ja immer ganz fleißig. Dinos, auch hier, Alex heißt du ja, ne? Schönen Gruß erstmal hier an dich. Hier vom Frühstückstisch. Also, du schreibst hier, hi Adi, Entlüftungsschraube war auch mein erster Gedanke. Am Hydrauliköl sollte es definitiv nicht liegen. Also es geht hier um meinen Spalter, der tot ist. Den wollen wir ja wiederbeleben und wissen zurzeit noch nicht so wie. Wiederbeleben. Genau. Dem geht's nicht. Also sollte es definitiv nicht liegen, außer es war zu wenig drin. Ich spalte mit meinem seit fast 25 Jahren jedes Jahr ca. 20 Raummeter und habe noch nie das Öl gewechselt oder auffüllen müssen. Falls es nicht die Schraube ist, Garantie, ja, wäre dann auch eine Möglichkeit. Zu den Neidern. Ich lebe von maximal 50 Euro im Monat. Das finde ich krass. Also wir haben hier schon mal als Experiment 70 Euro pro Woche geschafft, ne? Aber mit 4 Leuten. Mhm. Schon ein bisschen her, aber da nur essen, aber haben wir mit 70 Euro sind wir klargekommen. Wir haben ja jeden Tag Pizza gegessen. Mit 50 Euro pro Monat, das ist krass. Also nur für Nahrungsmittel. Also gibst du vielleicht noch für was anderes auch was anderes aus? Also wenn du dir eine neue Büchse kaufst zum Beispiel? Brauchst du auch nicht jeden Monat oder jede Woche. Deshalb mein erster Kommentar damals, Leben in völligem Luxus zu einem deiner Videos. Aber ich finde das völlig okay. Statt dieser Neidkultur sollten die Menschen endlich mal wieder gönnen können lernen. Also die Menschen sollten mal wieder gönnen können lernen. Süßes Nichtstun. Ich habe auch schon überlegt, YouTube-Videos zu machen. Aber ganz ehrlich, mir ist das zu viel Arbeit. Neben meinem Leben als Selbstversorger, in Klammern 2000 Quadratmeter Garten, dem Renovieren von meinem alten Haus und dem Bestreiten des Alltags als Schwerbehinderter kann ich das leider nicht. Zudem ich alles, wirklich alles alleine mache oder machen muss. Außerdem liegt mir das Schreiben mehr als, das merke ich, dass dir das Schreiben liegt. Du schreibst immer sehr viel. Also finde ich gut. Kann ich immer schön lesen, habe ich da auch was zu tun. Außerdem liegt mir das Schreiben mehr, als mich vor eine Kamera zu stellen. Würde gerne ein Buch schreiben, aber dafür fehlt mir auch die Zeit. Und das, was ihr macht, erfreut immerhin viele Menschen und ist, zumindest für mich, ein virtueller Kontakt zu lieben Menschen, der meine Einsamkeit etwas erträglicher macht. Also für mich ist eure Arbeit unbezahlbar, zumindest wesentlich mehr wert. Also so mancher Schauspieler oder Komiker für seine grottenschlechte Darstellung bekommt. Danke für euer Tun und eure Arbeit vor und hinter der Kamera. Liebe Grüße, Alex. Alex, schreib mir doch mal, wo du wohnst. Vielleicht können wir dich mal besuchen kommen. Also, wenn das nicht gerade zu weit weg ist. Wenn du möchtest, musst du das auch nicht hier reinschreiben, sondern du kannst bei Insta schreiben. @AdiHabibi, da ist ja mein Insta-Kanal. Und da kann man ja dann auch privat schreiben. So, Alex, erstmal hier ein Herz. Pop. Und jetzt gucke ich nochmal weiter, was hier noch so steht. Und jetzt kommt hier direkt der nächste Kommentar, stand gleich darunter, von Bettina Fischer. Also Bettina, schönen Gruß auch an dich. Du schreibst hier, hallo Adrian und Co. Was macht ihr mit so viel Holz? Wünsche euch allen einen schönen Sonntag. So, also mit dem Holz machen wir hier alles das, was jeder, der kein Holz hat, mit seiner Küche, mit seinem Ofen, mit seinem Herd, mit seiner Heizung, mit seinem Badewasser, Dusche, Waschen,
alles das läuft über Holz. Oder um das mal andersrum zu erklären, wir haben hier mal letztes Jahr im September, und so, das war ich, also ich muss hier mal alle raushalten, das ist alles nur meine Idee. Ich habe bei uns den Warmwasserzufluss abgedreht. Jetzt guckt man das Bild hier. Hat jemand gesehen, wie mein Schnucki gerade geguckt hat? Kannst du nochmal so gucken? Ich mach den heimlich an. Also, wir sind ja noch mittendrin in diesem Versuch. Das soll auch bis September laufen, weil ich dann sehen kann, erstens, geht das überhaupt, ne? Zweitens, was sparen wir denn da? Oder, na gut, also bezahlen Heißwasser können wir nicht, das ist abgedreht. Die Frage ist eben auch, kommt man denn so ohne Heißwasser hier klar? Nur mit dem Teil da. Das ist unser Heißwasserlieferant. Ja, und dann hat man auch gleich den Nachteil, wenn das Holz alle ist, ist das Ding aus. Deswegen haben wir hier so viel Holz. So, jetzt, da sind noch mehr Kommentare. Ich würde so gerne alle vorlesen, aber dann wird das Video, glaube ich, hier 3 Kilometer lang. Und ich wollte eigentlich heute noch ein Video machen. Also dieses sollte das werden. Ich wollte ein Tip-Top-Video schneiden und dann mal zeigen, was da alles dazugehört, wie aufwendig das ist, wie lange das dauert. Aber so ein Video wird dann auch mal so 3 Stunden lang oder so. Dann müsste ich das irgendwie zusammenschneiden und mal gucken. So, jetzt erstmal Schluss hier.